P3. Ich erwarte dich im Pavlov-Komplex. Für deine Ankunft ist schon alles bereit. Ich komme so schnell ich kann. Ich würde dir empfehlen, mit dem Auto zum Forschungskomplex zu fahren. Es gab eine Zunahme von Keimaktivitäten an der Oberfläche. Da ist alles von Mutanten überrannt. Aha, Mutanten. Alles klar. Ist das alles? Nur noch eine Frage. Nein, Filatova war nicht da. Verstehe. Du hast an Petrovs Leiche keine Goldringe gefunden, oder? Zwei Ringe, in denen innen Beta 1 und Beta 2 eingraviert war? Nein, er hatte nichts bei sich. P3 Ende. Speichere Daten. Okay. Also diese Beta-Ringe, ne? Die wollen die alle haben. Aber wir geben die in denen irgendwie nicht. Wir haben, also, unser Charakter hat es schon kapiert, dass die uns alle ausnutzen wollen. Oder dass die einfach alle nur an die Macht wollen, ne? Wie läuft's? Immer noch gesund und munter. Hey, hey Oma Sina. Oma Sina. Lange nicht gesehen. Es ging mir schon besser, aber ja, ich bin noch gesund und munter. Was? Du hast diesen Mistkerl Petrov endlich erledigt? Dir entgeht aber auch nichts, was? Ja, hab ihn erwischt. Also, eigentlich hat er sich selbst erwischt. Keine Sorge. Wenn du seinen Kopf hast, ist bald alles vorbei. Dann kannst du dich ausschlafen. Das höre ich gern, Oma Sina. Dann komme ich mal auf eine Tasse Tee vorbei, ja? Komm jederzeit gerne vorbei, Söhnchen. Übrigens, du hast bei der Jagd nach Petrov nicht zufällig gravierte Goldringe gefunden. Nein, habe ich nicht, Oma Sina. Petrov hatte nichts bei sich. Schon in Ordnung. Pass auf dich auf, Söhnchen. Und komm vorbei, wenn du was brauchst. Die auch. Oma Sina mag uns. Warum hast du alle getäuscht, Genosse Major? Petrov hat dir die Ringe doch gegeben, ehe er starb. Alle anderen täuschen mich doch auch. Selbst Dr. Sechenov. Das hätte ich niemals erwartet. Wie kommst du zu dieser Schlussfolgerung? Ich habe dran gedacht, was Petrov mir gesagt hat. Kannst du das bitte weiter ausführen? Petrov hat gesagt, der Kampfmodus wurde bei der Konstruktion in die Roboter programmiert. Er hätte sie nie alle selbst umprogrammieren können. Es stimmt also, verdammt. Und warum das? Weil er ein Waschlappen war, ein Programmierer, kein Kämpfer. Aber diese Roboter können kämpfen. Er hätte sie gar nicht programmieren können, weil er vom Kämpfen keine Ahnung hat. Diese Natascha hatte verdammte Raketen. Wo hatte sie die her, hä? Das ist ein Bauroboter, den hätte Petrov gar nicht mit Raketenwerfern ausrüsten können. Er ist doch kein Ingenieur. Er hätte sich nie in die Roboterfabrik hacken und Sachen ändern können. Er hat der Übertragungsstation vorgetäuscht, dass unschuldige Menschen eine Armee von Invasoren wären. Mehr nicht. Also, wozu braucht ein Bauroboter eingebaute Raketenwerfer, hm? Wozu braucht ein ziviler Drofa eine Schienenkanone? Oder eine Eule, ein Maschinengewehr? Es gibt Hinweise genug. Wie du sagst, eine Frage des Blickwinkels. Nach einer Analyse deiner Logik muss ich leider zu dem gleichen Schluss kommen. Besonders, da deine Verdächtigungen gerechtfertigter sind, als du denkst. Wie meinst du das? Wie ich es sage. Hör dir diese Aufzeichnung an. Von welchen Pflichten reden Sie, Genosse Sechenov? Wenn die Amerikaner herausfinden, dass ihre Roboter in den Kampfmodus versetzt werden können, ist ihr Projekt erledigt. Das kann ich ihnen garantieren. Leider habe ich nicht genug auf die Aussage, Roboter können in den Kampfmodus versetzt werden, geachtet. Ich hielt das für eine bildliche Ausdrucksweise Molotows, um Dr. Sechenov mit Schmutz zu bewerfen. Aber Molotow hat das ganz wörtlich gemeint. Das Politbüro hat von Anfang an gewusst, dass die sowjetischen zivilen Roboter einen Kampfmodus haben. Das Atomherzprojekt. Petrov hat nicht gelogen. Sechenov und das Politbüro wollen die USA und die ganze Welt erobern. Was wirst du jetzt tun? Nachdenken. Ja. Nix, wir sind die Guten. Wir sind die Baddies hier. Mann, Mann, Mann. So. Wir sind raus. Wir haben jetzt nur noch ein Testgelände. Testgelände 11. Polygon 11. Hm. Und wir hatten den blauen Pilz schon da hinten, ne? Da hat uns noch so ein Oreo-Keks gefehlt. Aber wo? Wo könnte der sein? Ich glaube, der ist nicht hier. Der muss ja hier irgendwo in der Nähe sein. Thank you.
Den letzten Oreo-Keks hatten wir irgendwie so ein bisschen. Oh, da liegt eine Kapsel. Achso, weil die uns abgefallen ist. So. Genau, den letzten Oreo-Keks, den hatten wir so ein bisschen mit Rätsel gefunden. Und hier haben wir ja nur ein Rätsel gehabt. Das war das Gebiet hier. Oh shit, oh, oh, oh. Nein, 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 nein. Ich war gar nicht da. Ah, ah. Oh, Arsch. Könntest du bitte da unten bleiben? Und ich bleibe hier oben. Scheiß drauf. Der Sägeroboter. Junge. Please. Nicht tiefer runterzielen. Was ist das denn? Wir hatten nur das eine Gebiet hier, wo wir rätseln konnten. Deswegen, lass uns doch mal da gucken. Vielleicht war ich nicht aufmerksam genug, vielleicht habe ich irgendwas nicht gescannt oder so. Oh Gott, hier ist es schon wieder. Party. So. Und so. Was ist das hier? Da oben kommt eine Menge Loot. Vielleicht ist da irgendwas. Oh, sogar eine gelbe Kiste. Das ist gute Zeug drin. So, mehr haben wir ja auch nicht, ne? Schon wieder alles repariert hier, oder wie? Ne? Nicht ganz. Aua! Chill mal.
Nice, da haben wir einen. Den Keks. Dann ab ins nächste Testgelände. Kann nicht lang warten, aber warum schießt es mit der Feuermunition? Ja. Am besten machen wir die wieder ab. So. Oh. Ja, festgehangen hier. Moment mal, hier ist auch irgendwas drin. In dem Poli. In dem Polio-Gedings hier. Damit hatte ich nicht gerechnet. Oben. Kommen wir ob durch, ja? Hallo. Charles, warum sind denn alle so hinter den Ringen her? Du meinst die Beta-Konnektoren? Weil sie funktionieren, aber auch angeblich nicht existieren. Also kann niemand beweisen, dass es sie gibt? Nicht mal kollektiv nach dem Start? Besonders nicht kollektiv nach dem Start. Wer über die Beta-Konnektoren angeschlossen ist, existiert für Kollektiv schlicht nicht. Aber Sie werden Kollektiv sehen können. Ja, und zwar alles. Jemand mit einem Beta-Konnektor kann Kollektiv nicht von innen beeinflussen, da er für Kollektiv nicht existiert. Aber er weiß über alles Bescheid, was dort läuft. Genau wie jeder andere offiziell angeschlossene Mensch oder Roboter. Aber kann ein offiziell angeschlossener Mensch oder Roboter seine Verbindung nicht auch wieder lösen? Er kann sein Gedankegerät doch einfach abschalten. Ich glaube, ja. Du glaubst es? Dann bist du nicht sicher. Oder verschweigst du mir irgendwas? Ich habe keine Daten, Genosse Major. Aber man kann keinen hindern, sein Gedankegerät zu entfernen. Es wird auf dem Kopf getragen, nicht in den Schädel implantiert. Ja, das ist wohl ganz gut so. Ich meine, es ist ja kein Ton schießen. Ja, ich verstehe, warum die Beta-Konnektoren so beliebt sind. Das, ja. Ich würde die auch einfach behalten. Also, ne? Ah, schau an. Könnte ich speichern irgendwo? Haben wir hier einen Pilz in der Nähe? Okay, hoffentlich können wir da unten speichern. Schauen wir mal. Alles durchladen. So. Ja, dann können wir mal über Videoauflösung reden. Jetzt, wo wir gerade Zeit haben, ne? Wie gefällt euch die neue Auflösung? Ist die Qualität gut genug? Also für mich sieht es ein bisschen pixeliger aus. Aber ich glaube, das ist, weil das Bild jetzt so verquetscht wird. Extra okay, dafür. Wir sind drin. Durchsuchen wir das Testgelände und dann nichts wie weg hier. Wir müssen Petrov schleunigst abliefern. Halte die Augen offen, Genosse Major. Sachalin könnte manche Überraschung bereithalten. Damit werden wir fertig. Die anderen Orte waren auch nicht gerade ein Zuckerschlecken. Nehmen jetzt halt in 2065 mal 1000 irgendwas auf und nicht in 4000. Das ist halt für mich jetzt sehr sichtbar, weil das Spiel allein schon so brillant aussieht. Ja. Es war halt nicht möglich mit Adobe Premiere oder was auch immer das umzumachen. Es wollte dieses Bild immer in 16:9 Format quetschen.
Oh, hier können wir speichern, sehr gut. Speichere Daten. Und das hat halt diese Balken verursacht, typischerweise. Nach einem sorgfältigen Studium der klassischen Werke von James Maxwell und Henry Cavendish zum Magnetismus stellten Wissenschaftler der Anlage 3826 einige der grundlegenden Annahmen ihrer ausländischen Kollegen in Frage und beschlossen, ihre berühmten Experimente zu elektromagnetischen Feldern und dem Erdmagnetismus nachzustellen. Dieses Testgelände verfügt über spezielle Prüfstände für Magnetismus und Gravitation, mit denen sich die verschiedenen potenziellen Bedingungen des Magnetfelds der Erde simulieren lassen. So können wir unterirdische Rohstoffvorkommen besser untersuchen und effizientere Methoden zu ihrem Abbau zum Nutzen der Sowjetunion finden. Okay, okay, cool. Ich weiß nicht, wie man hier irgendwas testet. Es ist einfach nur ein Rätsel. Ist auch wieder nur eine Tür offen. Gesehen, die andere Tür ist auf der anderen Seite offen. Aber hier ist ja auch nichts versteckelt, oder? Nein, nur noch zwei von diesen Drehdingern. Okay. Nice, nice. Und jetzt? Ah, gibt einen Aufzug. Okay, cool. Hier auch? Wahrscheinlich, ne? Ah, ja, ja, ja. Und hier? Ist auch ein Drehgedingense. Aber wie kommen wir da? Ah. Naja, standen. Ne, Moment, hä? Wie kommen wir da hin? Hallo? Wieder von oben runter müssen? Ich stehe irgendwie von unten. Oder hätte ich ja von oben runterfallen müssen. Oh nein. Nein, 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 nein. Okay. Jetzt hängen wir hier. Schön. Was bringt das? Was bringt das? Wie kommen... Ah, wait. Wait a minute. Wait a minute. Wir brauchen... Ah ja, genau das da. Die Stufe zum Rüberspringen, die brauchen wir. Ja. Das hier gar nichts. Oh doch, macht irgendwas. Ich habe keine Ahnung was. Das ist wieder getrennte Räume. Why? Over here und
Können wir jetzt da einfach so rüber? Wir müssten da rechts hoch. Dafür muss ich ja. Ja. So. Wie? Da hoch müssen wir. Da ist eine Tür. Müsste jetzt oben sein, genau. Kommen wir dann darüber? Oh oh. Oh. Shit. Zermanscht worden. Ich wusste irgendwas. Warum habe ich es gemacht? Warum habe ich das zweite Mal nochmal gedrückt? Okay. Now, quick. Nee, hab ich alles schon? Hier kamen wir runter. Haben wir alles schon? Tatsache. Oh, was liegt denn da noch? Hä? Hä? Da hinten? Da hinten ist irgendwas? Ach, nach da kommen wir hin. Nach einem sorgfältigen Studium der klassischen Werke von James Maxwell und Henry Cavendish zum Magnetismus stellten Wissenschaftler der Anlage 3826 einige der grundlegenden Annahmen ihrer ausländischen Kollegen in Frage und beschlossen, ihre berühmten Experimente zu elektromagnetischen Feldern und dem Erdmagnetismus nachzustellen. Dieses Testgelände verfügt über spezielle Prüfstände für Magnetismus und Gravitation, mit denen sich die verschiedenen potenziellen Bedingungen des Magnetfelds der Erde simulieren lassen. So können wir unterirdische Rohstoffvorkommen besser untersuchen und effizientere Methoden zu ihrem Abbau zum Nutzen der Sowjetunion finden. Ich will auch dreimal drehen, ne? Jetzt ist es unten hinten und jetzt ist es oben hinten. Jawohl. So, jetzt muss ich hier irgendwie das da runter, genau. Und die offene Tür nach oben. Ah, die war schon oben. Egal. Einmal. Jawohl. So. Und jetzt können wir hier. Mach keinen Fehler. Nee. Nee, nee, nee. So. So. Ja. Darüber. Ja. Und jetzt können wir hoch. Nein. Hätte ich. Au. Hätte ich irgendwie anders da hoch gemusst? Hier rüber vielleicht? So. Und so. Ha! Geschäft. Jetzt sind wir drüben. Cool. Der Genosse schlag mich tot. Kalasch expansiver Konverter. Cool, cool. Ich würde aber gerne bei dem Roboter, beim Elektroschaden-Ding bleiben. Das finde ich ganz cool.
Speichern. Finde ich ganz okay. Speichere Daten. Neben der Stärke der Sowjetarmee gilt das Klima unserer großen Nation als einer der entscheidenden Faktoren für das wiederholte Zurückschlagen von Invasionen aus dem Westen. Sowjetische Wissenschaftler haben jetzt nachgewiesen, dass die Kälte auch vor Krankheiten und Epidemien schützt. Der Frost bildet einen natürlichen Filter, der Staubpartikel aus der Luft zieht und luftübertragene Viren, Bakterien und Allergene auf der Stelle abkühlt. Nur Frost kann anständig gesund werden. Oh! Daher haben in dieser Werkstatt die kalten Regionen der UdSSR simuliert, um die positiven und negativen Auswirkungen niedriger Okay, Moment, das war eins nach dem anderen hier. Die verstecken sich hier. Was für ein Hinterhalt hier. Okay, hier wird getestet, wie sich der Mensch und der Roboter im Kalten verhalten. Okay. Danke. Und zwei Teile. Danke. Und zwei Teile. Und haben wir schon? Sollst du noch mal zweiteilen? Der ist schon gezweiteilt. Parcours. Parcours. Das ist so eine Falle. Aha. Oh. Ist schon gezweiteilt. Neue Teile brauche ich noch. Oh, hier ist eine Kiste. Schön, schön. Oh, hier. Birken. Birkenkugeln. Das ist wieder hier. Ach so, stimmt. Haben wir ja die Öfen gesehen, ne? Aber die behitzen ja auch gerade gar nicht. Was sollen wir jetzt denn mit denen machen? Die zwei nach links, die andere auch zwei nach links. Zwei. Hier ist auch eine Kiste. Na dann. Oh, Kollege, ganz ruhig hier. Was hat es mit dieser, mit dem Verändern von der Auflösung jetzt irgendwie geändert hat, ist, glaube ich, die Sichtweite. Das Bewegen fühlt sich so viel schneller an. Irgendwie auch schon flüssiger. Ich weiß gar nicht warum. Ah ja, okay, flüssiger, weil ja. Weil die Auflösung runtergegangen ist und die FPS wahrscheinlich höher sind. Ich werde mal kurz gucken. Was haben wir denn momentan? 144, 127, 150, ja.
Wir sind flüssiger unterwegs. Haben wir alles? Hier liegt noch einer. Da hinten ist noch ein Bösewicht drin. Hä? Hallo? Aha, okay. Der geht voll ab hier. Oh, cool, keine Kollision. Moin. Ein fetter Motor hier. Da geht's lang, hier geht's lang. Die Geheimnisse hier. Hier ist hier? Bin ich da gerade eingefroren? Was sind das für komische Geräusche? Irgendwelche Geräusche hier. Oh! Kollege Ludikov. Hab ich wieder Kollege gesagt? Ich mein Genosse. Luden, 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 Luden. Schön, ja, alles weg damit. So. Immer her damit. Ist nichts mehr? PM Thermal, also hier für die Pistole. Weiß ich nicht. Nee. Speichere Daten. Folgendes. Wir haben jetzt hier unseren Revolver. Wir haben jetzt quasi aus der Pistole einen Revolver gemacht. Und machen mit einem Schuss Headshot ja eigentlich ziemlich alles weg. Und da das so genaues Zielen ist. Jetzt guckt euch das mal an. Hier. Mit dem Ding ist nicht genau Zielen. Man sieht außenrum viel weniger und der Bildschirm ist wirklich schlecht. Nee. Wir lassen das hier drauf. Ab in die Tunnels. Ab in die Tunnels. Was ist da hinten los? Was ist denn hier los? Um die Gravitationswellenastronomie voranzubringen, hat die Akademie der Wissenschaften der UdSSR ein bahnbrechendes neues Testgelände für die Ausbildung von Gravitationsastronomen errichtet, die von der Erde und vom Weltraum aus interstellare Phänomene beobachten werden. Dieses Gebäude beherbergt das Ausbildungszentrum für Kosmonautenastronomen, Kosmonomen der Anlage 3826. Hier trainieren die künftigen jungen Helden der Sowjetunion, die Anziehungskraft unseres Planeten zu überwinden und gleichzeitig zu nutzen. Und dabei starke Gravitationswellen und Strahlen auszuweichen, die den menschlichen Körper schaden können. So, den muss man ausweichen. Wusste ich gar nicht. Ich dachte, die werden einfach überall immer
zu jeder Zeit anwesend. Oh, hat angehalten hier. Cool. Nice. Können wir den hier ja mitnehmen? Hält gar nicht an. Okay, komisch. Hat es gescheatet? Speichere Daten. Haben wir wieder hier durchgecheatet? Ich weiß nicht. Hier geht's schon raus. Das war's schon. Ja, cool. Cool. Shotgun und... Zielsuchende Projektile. Oh, nice. Wo, Yes, please. Wo könnten wir das denn hier mal anbauen? Vorgang auswählen. Verbesserung. Fatboy. Projektile. Zielsuchende. Oh yes, 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 yes. Ziele schnell erfasst. Aha. Erhöht die Fluggeschwindigkeit. Schön. Manövrierfähig. Mhm. Chemische Reaktion. Mega. Moment, kurz mal hier. Ist die Animation bei jedem gleich? Okay. Vier haben wir auch schon. Cool. Lauf. Revolver-Lademodul. Okay, cool. Polygon 12. Sind wir nicht gerade ein Polygon 12? Hä? Nicht? Achso, Shotgun? Das ist komisch, ne? Hier sieht sie so aus, aber die ist nicht so. Die ist so. Das ist ja voll ungenau, oder? Genau, das ist der. Müsste ja besser sein. So, in meiner Logik hier. Jawohl. So, Kartuschenwaffe. Können wir hier noch... Nice. Shotgun voll ausgerüstet. Kalasch. Nein. Magazin geht noch mehr. Nice. Elektro. Rezirkulationsdingsens geht noch mehr. Betäubungsaufsatz geht auch noch mehr. Oh. Okay. Dann Switchcut. Wie auch immer das heißt. Geht auch nicht mehr. PM, Magazin, das haben wir noch, Kartuschenwaffe haben wir noch nicht drauf gemacht, finde ich jetzt auch nicht so zwingend nötig, Plasmaspeicher, Fatboy hatten, da war nichts anderes, genau, das war das, cool, nochmal speichern, speichere Daten. Und ab nach oben.